Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute wird wieder gekocht. Und zwar nehmen wir uns das heute vor. Ein Cookie-Do-Tag von der lieben Vanessa von Wie schmeckt's? Und ja, legen wir gleich los, Leute. Jetzt haben wir erst einmal da die Zutaten hin. So. Da machen wir jetzt die Zutaten her. So, die Zutaten. Da habe ich jetzt 100 ml Milch, obwohl eigentlich nur 75 ist, aber ich probiere es mit 100, das ist ja wurscht. Da habe ich 150 Gramm Butter, 80 Gramm Karamellwürfel, das sind die Riesen, da habe ich zusammengeschnitten, sieht man gleich. Da 80 Gramm, oder, nein, Entschuldigung, 60 Gramm brauner Zucker, 230 Gramm Universalmehl, Karamellsoße, Vanillezucker und Salz. So Freunde, das sind die 230 Gramm Mehl. Die gebe ich jetzt einfach in eine Auflaufform. So backt man Kekse. Auf jeden Fall, das Mehl kommt jetzt in einen 150 Grad vorgeheizten Backofen. Wir sehen uns in 10 Minuten und dann ist das Mehl fertig gebacken. So Freunde, wir holen jetzt das Mehl aus dem Ofen raus. Boah, fertige Kekse, Digga. Na Spaß, das Mehl. Schauen wir schnell, was aus dem Mehl geworden ist nach dem Ofen. So Freunde, jetzt haben wir einmal Butter da rein, dann haben wir Zucker da rein, dann haben wir da Vanillezucker, haben wir da auch rein, und dann noch natürlich das Salz, darf man nicht vergessen, eine Prise. Und jetzt geht's ans Mixen. Ich wasche mir jetzt die Hände. Seife. Saubere Hände, wichtiger Schritt wird, weil jetzt geht es ans schmutzig werden. Zumindest eine Hand. So Freunde, jetzt haben wir da eine Masse und dazu haben wir jetzt einfach da haben wir jetzt einfach das Mehl rein, das hoffentlich schon ein bisschen abgekühlt ist. Dann haben wir da noch Milch rein. Okay. Und da habe ich Hände gewaschen. Das wird zu Keksteig. Immer die Hände waschen vorher, sonst ist das ein bisschen widerlich. Aber es fühlt sich nach Cookie-Doo an. Leute, es fühlt sich nach Cookie-Doo an. Schaut das so aus. Lecker, lecker, lecker Keksteig. So, als nächstes haben wir unsere Karamellstücke rein und natürlich, ich habe es natürlich nicht aufgemacht, jetzt ist es schwierig, das mit einer Hand zu öffnen. Sehr schön gemeistert und da tun wir jetzt die Karamellsoße ein bisschen reinspritzen.
Und passt schon. Und jetzt wieder in die Pampe rein. Schaut schon richtig lecker aus. Ah, unbedingt Hände waschen vorher, Leute. Unbedingt Hände waschen. Weil sonst ist es ziemlich widerlich. Das ist der fertige Cookie Dough. Leute, danke Vanessa für das geile Rezept. Da ich hole eins mit meinen Schoko-Karamellstückchen. Ich hoffe, ich habe schon kaum geworden. Ist ja klar. So. Ich werde dann noch was probieren mit dem Keksteig. Ist eh logisch eigentlich, ich sag's euch einfach. Ich packe einen fucking Riesenkeks draus. Und den Rest ist egal. Ciao Leute. So Leute. Mal gucken du. War ein voller Erfolg. Schmeckt richtig geil. Und jetzt tun wir den Keks backen. Den Keks tun wir jetzt backen. Monster Cookie. Hey Freunde, der Monster Cookie aus dem Keksteig ist fertig. Er bricht ein bisschen, aber das wird heute mein Abendessen. Danke Vanessa für das tolle Tipp. Monster Cookie ist riesig geworden. Haha, das schmeckt echt geil. Ich armer Junge muss das jetzt das Abendessen essen. So Leute, ja. Ganz viel Liebe geht raus. Und bis zum nächsten Video. Ciao Freunde.